Hey, moin. Hallo, Fee. Da. So, geil los. Komm. Aber hier sind wir ja auf dem Schaufischen. Ja. Wo wir den Gästen dann ganz gerne erzählen und wir guck mal hier, guck mal da, was wir an Besonderheiten hier im Watt haben, was wir an besonderen Tieren hier im Watt haben und auch auf dem Meeresgrund im Meer haben. Das da oben, das ist das sogenannte Siebnetz, ne? Das ist ja, die Krabben gehen durch diese Siebnetz hindurch, ja. Das schwarze hier. Ja. Alles was größer ist als ein 2-Euro-Stück. Wir machen das mit den Fahrten immer so, dass wir von jeder Art, von jeder Gattung ein paar Exemplare auswählen. Ne? Die kommen dann ins Wasser. Ja. Und dann den Rest schmeißen wir sofort wieder rein, damit das dann alles überlebt. Ne? Hier haben wir jetzt einige Plattfische drin. Das sind alles Flundern. Ne? Die Flundern sind eigentlich die einzigen Plattfische, die hier im Wattenmeer auch auswachsen. Alles andere zieht aus dem Wattenmeer wieder raus, wenn es größer wird. Oster, eigentlich gehören sie nicht in die Nordsee. Wurden also eingeschleppt durch die Austernzucht, vermutet man. Und man dachte damals natürlich, die können sich hier nicht ausbreiten, weil sie eigentlich wärmeliebend sind, ja, oder waden. Ja. Aber gerade vor 15 Jahren, da gab es eine Massenvermehrung. Und ja, man muss zugeben, das ist der Klimawandel live miterlebt. Ja. Man sieht hier, wir haben hier Seesterne, wir haben Krebse, wir haben Nordseegarnelen, wir haben sämtliche Fischarten. Und man darf natürlich nicht vergessen, hier im Wattenmeer herrscht eine sehr hohe Fluktuation. Das heißt, das Leben wird immer hin und her bewegt. Und ja, mal ist das da, mal ist das da. Aber es ist eigentlich nie weg. Seehunde ist das top. Die Gezeiten sorgen dafür, dass sie eben maximal 4-5 Stunden dort liegen können. Da brauchen das Wattenmeer und dieses Trockenfallen, um die Jungtiere zu säugen. Deswegen ist der Seehund auch so gerne im Wattenmeer, weil im Sommer eben viel Jungfisch, viel Granat da ist und sie sofort für die Lücken viel zur Ernährung haben. Und deswegen ist unser großes Ziel, das hinzukriegen, dass die Leute einfach wissen, dass sie sich im Schlafzimmer der Robben befinden und einfach nur Rücksicht nehmen müssen. Nicht dran gehen, keine Selfies, Abstand halten und am besten wieder weggehen. Dann sind alle glücklich und zufrieden. Musik.